Auch Nina Tomaselli hat eine reiche Untersuchungsausschusserfahrung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, Quod erat demonstrandum. Was zu beweisen war: Der Luftschlösserproduktion von Rene Benko ist die Luft ausgegangen. Und nein, das kam nicht überraschend, denn die Signa war und ist eine einzig hochriskante Wette, die auf niedrige Zinsen, aggressive Expansion und massive Aufwertung fußte. Aber niedrige Zinsen und gute Kontakte in die Politik sind kein Unternehmenskonzept. Und das alles können Sie in diesem 140 Seiten starken Bericht der Grünen Fraktion nachlesen. Heute ist auch der Tag zu sagen, das wird Sie vielleicht überraschen, dass meiner Meinung nach Rene Benko weder für seinen Aufstieg noch für seinen Niedergang alleine verantwortlich ist. Mitverantwortlich ist auch die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und auch all jene reichen Anleger, die sich über Jahre lang nicht interessiert haben für die dubiosen Praktiken im Konzern. Oder aber auch die kreditgebenden Banken. Besonderes Beispiel ist die Hypo Vorarlberg, die im öffentlichen Eigentum steht, die ernsthaft in einem bitte blanco Kreditvertrag vermerkt hat, als Begründung für den Kredit, gute Kontakte in Politik und Wirtschaft. Nicht zuletzt trägt auch die Politik eine Mitverantwortung, die, und da gibt es Vertreter und Vertreterinnen fast aus jeder Fraktion, dem angeblichen Wunderwuzzi aus Tirol gerne mal den roten Teppich ausgelegt haben. Allen voran steht aber die Altkanzler-Connection, kurz und Gusenbauer, die für millionenschwere Honorarnoten beraten haben, VIP-Reisen nach Abu Dhabi, die aus dem Bundeskanzleramt hinaus organisiert wurden, millionenschwere Deals mit der Bundesimmobiliengesellschaft eingefädelt wurden. Aber am schlimmsten meiner Meinung nach wiegt, und das haben wir ganz deutlich in den Akten gesehen, das Wohlfühlprogramm im ÖVP geführten Finanzministerium. Denn während man von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, von rechtschaffenden Unternehmerinnen und Unternehmern verlangt, Steuern zu zahlen und nicht zu wenig Steuern zu zahlen, wird demjenigen, der sich mit Glanz und Glamour über die Regeln von uns allen stellte, auch noch geholfen, Steuern eben nicht zu zahlen. Und das kann es doch bitte nicht sein. Was auch klar ist, wir kennen bisher nur die Spitze des Eisbergs. Die Aufklärung der größten Pleite der österreichischen Geschichte wird noch lange dauern. Trotzdem kommen wir aber nicht umhin, damit zu beginnen, zu formulieren, was die Lektion aus der Causa Benko ist. Benko wäre Anlass genug für die Politik, sich erneut Wege zu überlegen, wie es vermieden werden kann, dass Einzelne ungehörig reicher werden, indem sie sich über die Regeln von uns allen stehen. Und da möchte ich Sie erinnern, wie groß die Empörung war vor einem guten halben Jahr, als bekannt wurde, dass Benko ein ganzes System in der Signa aufgebaut hat, um zu vermeiden, dass Bilanzen öffentlich gemacht werden. Wie groß war die Empörung, als bekannt wurde, dass Benko mit einem Riesenaufwand versucht hat, die Konsolidierungspflichten eines Konzerns mit wirklich billigen Taschenspielertricks zu umgehen. Soll ich Ihnen was sagen? Die Empörung alleine hilft nichts. Die Menschen da draußen erwarten sich Lösungen von der Politik. Wir müssen unser System resilient machen gegen Hütchenspieler à la Benko, sonst kommt doch in den nächsten Jahren der Nächste ums Eck und baut die nächsten Luftschlösser. Es ist die Pflicht der Politik, Konsequenzen zu ziehen. Und das sage ich auch ganz offen, liebe Kolleginnen und Kollegen der ÖVP, da fehlt mir auch das Verständnis, wieso Sie sich seit Monaten dagegen wehren, gegen das Paket von unserer Justizministerin Alma Sadic, die das vorgelegt hat, die eben genau verhindern soll, dass wieder der nächste Hütchenspieler à la Rene Benko ums Eck kommt. Da wehren Sie sich
mit Händen und Füßen gegen zum Beispiel empfindlichere Strafen beim Firmenbuch. Da frage ich mich schon, wen wollen Sie eigentlich beschützen? Ich kenne keinen rechtschaffenden Unternehmer oder Unternehmerin, die wirklich ein Problem mit empfindlichen Strafen haben für systematisches Ignorieren von Bilanzveröffentlichungsregelungen. Wen wollen Sie da beschützen? Diese Frage müssen Sie sich gefallen lassen. Und zum Abschluss noch eine persönliche Anmerkung. Ich beschäftige mich ja seit Jahren mit dem Geschäftsmodell von Rene Benko und der Signa, weil wir Grüne gehörten auch zu jenen, die von Anfang an gewarnt haben, Achtung, da stimmt irgendwas nicht, während andere sich noch über Jahre auf Society-Fotos mit Rene Benko ablichten haben lassen, weil es uns wichtig war, weil wir der Meinung sind, dass unsere Gesetze, unsere Regeln für alle gelten. Niemand ist gleicher. Und das Interessante ist, wenn ich mir das alles so Revue passieren lasse, Rene Benkos Geschichte hätte eine gute Geschichte fürs Land werden können. Die Geschichte von einem Tiroler Buben, der ausgezogen ist, um es allen zu beweisen, um ein richtig erfolgreicher Unternehmer zu werden. Doch geworden ist es eine Geschichte des tiefen Falls, in der Hauptrolle Hybris und Profitgier. Die juristische Aufarbeitung wird noch Jahre dauern. Es ist die Geschichte eines Eisbergs, von dem wir erst die Spitze kennen. Die restlichen Kapitel wird die nahe Zukunft schreiben. Vielen Dank.